Das Schlemmerland hat mich beim letzten Mal schon ein bisschen gefordert. Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Jetzt geht's weiter mit einer Variation des Schlemmerlands, denn jetzt haben wir den ersten Teil der Mission erledigt. Hier könnten wir jetzt auch ganz easy hoch, sehen wir jetzt. Ja, die erste Hauptmission haben wir erledigt, wurden hier wieder runtergeschleudert und dürfen jetzt eigentlich den ganzen Kram nochmal machen. Toll. Machen wir auch. Allerdings können wir uns jetzt natürlich wieder so Sachen anschauen hier. Wenn wir Bock haben. Und das würde ich auf jeden Fall mal versuchen. Oh nein, wenn die Hitze weiterhin so stark ist, wird unser Schlemmereintopf im 0,0 ruiniert sein. Ah, wir müssen unbedingt die Temperatur senken. Leider kommt jetzt keiner mehr da hoch. Unser Eintopf wird anbrennen. Dann ist es halt so. Mir doch egal. Ihr habt mich beim letzten Mal auch mega abgefuckt. Ja, zugegeben, eher die Gegner, die hier sind. Oh, wir haben jetzt hier Feuerbrüder. Naja, okay. Also keine pfannenwerfenden Typen mehr, sondern halt Feuertypis. Interessante. Und wir haben entzündet die beiden Flammen erledigt. Wie viele Monde gibt es hier eigentlich? Bestimmt auch wieder so an die 70 oder so ein kranker Shit, ne? Ja, nicht mal. Aber 30 fehlen uns auf jeden Fall noch. Und uns fehlen auch noch 31 Münzen. Ist also fast synchron. Ist das nicht toll? Es wäre toll, wenn es synchron wäre. So, heißt aber gleichzeitig, mit dem können wir hier nichts anrichten bei diesem Käse. Das ist blöd. Wäre natürlich sehr cool gewesen, das zu erledigen. Aber leider haben wir hier den falschen Bruder am Start. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen müssen. Erstmal wieder mit Hotheads arbeiten. Verpiss dich doch bitte einfach aus meiner Sicht. Ist das so schlimm? So, da drüben möchte ich aber auch noch mal vorbei. Hier gibt es auch eine Kanone. Es gibt jetzt ein paar Kanonen hier. Und manche muss man, glaube ich, auch für die Story nutzen. Aber ich würde mal gerne wissen, was mich da, also wo mich die Kanone hier hinbringt. Die ich da jetzt schon neben der Odyssee gesehen habe. Die finde ich doch äußerst interessant, die hier nämlich. Da müssen wir einfach nur mit dem Hothead reinspringen und dann können wir uns weiter wegschießen. Aber irgendwie, wir können auch jetzt nicht irgendwie steuern oder sowas, wir können es einfach nur abschießen. Ah, wir landen dann in diesem See hier, okay. Bei der nächsten Kanone, also das sind so eine Art Teleporter, kann man sagen. Ah, und guck mal, da ist jetzt auf jeden Fall auch irgendwie, ach nee, okay. Nee, ich bin doof. Aber da hinten sehe ich was ich vorher, glaube ich, noch nicht gesehen habe, oder? War ich hier schon mal? Oder doch? Oder nein? Oder wo bin ich hier? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Siehst du mal? Hat doch alles was Gutes. Rein da. Auch wenn ich jetzt mal wieder nicht der Hauptstory folge oder allem, aber es ist auch egal. Ah, okay, hier können wir nur auf diesen, ja, auf diesen Spitzen halt stehen. Der Rest geht ein. Das ist auch komplett in Ordnung. Und nicht weiter schlimm. Zack. So. Wird mich allerdings bestimmt Energie kosten. Ein paar Mal. Bin ja schon fast fest von überzeugt. Ja, vor allem, wenn er einfach keinen Longjump macht, so wie ich das möchte, dann ist auch klar, dass das komplett daneben geht. Super. Mario. Und so kam er zu seinem Namen. So ein Rotz, ey. Aber immerhin behalte ich meine eingesammelten Mondteile. Das ist ja schon mal ganz nett. Hätte ich jetzt gar nicht mal so erwartet. So, rüber da. Machen wir den Scheiß hier klar. Nein! Hot, ja. Was denkst du denn, Kollege? Dass das jetzt hier kalt ist, oder was? Allerdings müsste es hier eigentlich irgendwo, ja, super, einen versteckten Mond geben, ich wollte es ja sagen. Also ich habe es eigentlich schon fast gesagt. Ja, ist egal, ist gut eigentlich. Dann kann ich nämlich direkt einmal rüber und dann das Ding klar machen. Und langsam kriege ich auch Hunger. Ah, hier drüben. Komm mal rüber. Wunderbar. In einer Ecke des Magmasumpfs. Kommen wir doch zurück? Nö, leider nicht. Okay, dann müssen wir halt wieder hier rumlaufen. Ist ja nicht schlimm. So, und dann... Eieieiei, irgendwie war ich da gerade nicht drauf. Man, spring doch einfach mal weit. Du sollst nicht so einen blöden Backflip machen. Ist gerade nicht so ganz kooperativ, so wie ich das halt möchte. Das finde ich gar nicht mal so toll. Aber wir sind am Ende angekommen, was ich wiederum schon toll finde. Ich gehe davon aus, hier gab es keine lilanen Münzen. Das gibt es, glaube ich, irgendwie nicht her.
Außer hier werden jetzt irgendwie noch Hotheads am Start. Dann könnte ich mir das Ganze auf jeden Fall mal nochmal anschauen. Aber so sieht es jetzt erstmal nicht danach aus. Ich guck nochmal, wenn die Plattformen hier wechseln. Nee, das sieht nicht danach aus. Dann zurück. Und dann werden wir uns die andere Kanone anschauen, die uns noch zur Verfügung stand. Was haben wir hier mal kurz? Ach Gott, Niklas, mach doch mal was gut. Dann gucke ich mal kurz, wo wir hier landen. Aha, guck mal. Du bist neu, ne? Kann das? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hier bin. Ach, okay, ja, gut. Doch, ich weiß wieder, wo ich bin. Gut. Das ist auf jeden Fall eine neue Challenge. Da gibt es einen Schlüssel, okay. Okay. Ach so, da geht der Boden dann weg. Ah, okay, ja gut. Ist auch nicht so schlimm. Aber ist wahrscheinlich eine weitere Tic-Tac-Challenge, oder? Wie heißt das hier? Ja, Tic-Tac-Turnier 2 ist das, wunderbar. 1 und 2 haben wir damit schon mal. Vielleicht gibt es noch ein drittes, das weiß ich nicht. So, und hier unten müsste es doch eigentlich irgendwo eine Kanone noch gegeben haben, nicht wahr? Da drüben, genau. Und mit der... Da oben muss ich weiter, genau. Okay, da ist also was dazugekommen jetzt. Ich weiß allerdings nicht, ob die Kanone mich dann noch woanders hinführt. Nichtsdestotrotz brauche ich jetzt erstmal einen Hothead. Ja, den kriege ich auf jeden Fall hier. Vielleicht auch noch woanders, aber hier auf jeden Fall. Schnappen wir uns den mal und machen wieder den größten Umweg aller Zeiten wahrscheinlich. Kommen wir da dann wieder einfach irgendwie... Ja, guck mal, da kommen wir wahrscheinlich noch lang, oder? Wie war das? Ich glaube schon. Genau, da war noch ein Tunnel. Und da sind wir doch jetzt, glaube ich, da, wo wir hinwollen, oder? Ja. Ich mache es einfach mal. Auch wenn ich nicht weiß, wo ich da genau hinkomme. Ist irgendwie ein bisschen unnötig, oder? Ich kann da doch immer noch... Ich kann da doch auch immer noch rüberspringen. Also das erschließt sich mir noch nicht so ganz, warum ich das machen sollte. Ah, vielleicht um darauf aufmerksam zu machen, aber das habe ich schon. Ah, ja, okay. Die habe ich mir schon vorher geholt. Jetzt ist da halt was dazugekommen, was das Ganze ein bisschen schwieriger zu sehen macht. Dieser ganze Komplex hier, wo ich jetzt hochspringen kann und gerade auch tue, der ist ja neu dazugekommen. Das war ja vorher nicht da. Ja, wow, eine Münze. Eine Münze. Wir haben schon 31 Monde gesammelt. Das ist echt heftig. Zack, komm. Ach so. So. Die Höhle da drüben ist unser einziger Zugang zur Spitze. Okay. Wo bin ich hier? Hier bin ich, okay. Ja. Okay. Erstmal in die 2D-Passage hier rein, die mich safe wieder töten wird. Ja, ich bin so ein Gott, ne? Meine Güte. Der Gott einer neuen Welt. Aber hier gibt es diesmal keinen versteckten Bereich links oder rechts, oder? Sieht nicht danach aus, ne? Es war so klar, dass ich da reinspringe. Ich habe das Timing eigentlich schon so kommen sehen, aber es war mir irgendwie egal. Ist ein bisschen traurig, aber gut. So, da befinden sich noch niederne Münzen, die ich sehr gerne hätte. Ja, okay, weiter. Nein, nicht Mario, oh mein Gott. Mario Morgana. Jawohl. Und einfach rüber. So, und jetzt natürlich erstmal die Fackeln ausmachen, weil das, nee. Komm. Bringt doch bestimmt was. Komm. So. Also, es bringt nichts. Gut. Von mir aus. Aber uns fehlt schon nur noch ein Viertel der lilanen Münzen. Das ist sehr erfreulich. Die Pferde können wir auch rausziehen. Vielleicht bringt das was. Wahrscheinlich eher nicht. Und hier gab es, glaube ich, auch nochmal einen richtig assigen Mond. Das war jetzt so ein Wellenzeugs, ne? Wo man... Das sah gerade ein bisschen aus, als würde da was anderes glänzen. Die Kamera ist auf jeden Fall schon mal nicht so besonders kooperativ. Jetzt ein bisschen kooperativer. Oh, es ist so schön, wie viele Münzen wir hier schon haben, ne? Also lila, ne? Das ist echt schön. Freut mich. Okay, okay. Ich warte einfach mal, bis das Ding hier hochgeht. Sehr gut. Da, genau. Ihr Säge. Komme ich da vielleicht mit einem normalen Sprung rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre zu einfach. Aber
Das klappt doch hier eigentlich ganz gut. Wundervoll. Alkoven hinter den Magmasäulen. Ich weiß gar nicht, was Alkoven genau sind. Aber macht ja nichts. Hauptsache, wir waren da. Das zählt. So, da... Ah, nein, 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 nein. Oh, wei. Hier sind Headhots. Kein Problem. Denn das gibt sicherlich diesen Mond hier. Man müsste allerdings auch gut sein. Und treffen. Das Ganze ist mir jetzt leider nicht geglückt. Please do it, Mario. Dankeschön. Ich durfte auch zum Glück noch so ein bisschen auf dem Rand laufen. Fand ich auch sehr nett. Und jetzt wird meine Energie sowieso wieder aufgefrischt. Aufgefüllt. Und wir haben den Magmafall hinauf geschafft, erklommen, weiß ich nicht. Und ich muss echt mal langsam zum Shop. Ich muss mal was anderes tragen hier. Sieht ja schrecklich aus. Also sah es schon immer, aber langsam reicht's dann auch damit. Chef Gok, Konfrontation. Ja, was für ein witziger Name, ne? Ich glaube, wenn ich die nächste Flagge erreicht habe, würde ich mich zurückwarpen. Und die müsste ich wahrscheinlich gleich erreicht haben. Schätze ich mal, wenn wir mal draußen sind. Dann würde ich mich erstmal zurückwarpen. Hier ist keine Flagge. Das ist Skandal. Nein. Ah, guck mal, wir können uns jetzt... Nee. Wir konnten uns die irgendwie zumachen, oder nicht? Aber wie? Achso, ich habe jetzt, glaube ich, kaputt gesprungen. Ne? Man kann sie mit Cappy quasi... Nein. Warte. Man kann sie halt ja mit Cappy so... Genau, und dann kann man sie sich irgendwie zunutze machen, glaube ich. Oder wie ist das? Nee. Ah, scheiße. Oder braucht man da doch wieder Hotheads für oder so? Ach, egal. Was soll's. Münzen. Wow. Aber viele Münzen. Immerhin. Alter, wie viele sind da drin? Nein! Mario! Was machst du denn? Wieder nur Scheiße im Kopf, der Junge. Also ich. Mario natürlich. Komm, weg mit dir. Ah, der fährt mich ja einmal rum. Okay. Die Steine habe ich... Ach nee, ich musste, glaube ich, die Steine irgendwie auf die schleudern, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Müsste man auf jeden Fall mal irgendwie ausprobieren. Und da ist die nächste Flagge. Gut. Das war jetzt nicht so gut. Gehen wir noch zu der Seite hier. Von da aus mal darüber. So, Flogge. Dann erstmal die holen. Ich versuche das mit den Steinen hier gerade nochmal. Nicht bei der, bei der Pflanze hier, sondern bei der hier drüben. Ja, das war schlecht gemacht. Komm, Mario, bitte. Ja, das klappt irgendwie nicht so ganz. Na gut. Dann porte ich mich jetzt einmal... Ja, jetzt ist die Frage, wo waren das überhaupt? Ja, schon hier am besten, ne? Vulkanhöhle Eingang. Weil hier haben wir tatsächlich gar keinen Teleportpunkt sonst. Den haben wir jetzt erst nach dieser ersten Story-Mission quasi bekommen, hiermit. Weil von da aus können wir einfach jetzt hier nach da laufen. Genau, um dieses ganze Berggedöns hier rum und dann sind wir ja auch da. Und dann geben wir jetzt erstmal ein bisschen was von unseren tollen Münzen aus. Jetzt fehlen ja auch immerhin schon nur 16. Mount Volbono nennt sich das Ganze hier. Ich brauche wahrscheinlich das Koch-Outfit, ja, für diesen Raum, der direkt links daneben ist. Ziehen wir uns auf jeden Fall auch mal an. Das ganze Malerzeugs können wir uns auch kaufen. Und auf jeden Fall noch weitere Sachen hier. Vielleicht später. So, kaufen. Wie immer fehlt mir dann genau eine, dass ich das letzte kaufen könnte. Deswegen muss ich die anderen beiden Sachen jetzt erstmal kaufen. So wie es halt immer ist. Das ist wirklich immer so, ne? Ich könnte mir das letzte Item 25 kaufen, habe aber nur 24 und muss mir deswegen die anderen beiden Sachen kaufen. Es ist jedes Mal so, wenn ich in diesen Shop gehe. Ich weiß nicht, ob das einfach so gemacht ist oder ob ich da einfach ein richtig beschissenes Timing habe mit meinem Einkauf immer. Naja, den Schlammerlandmond kaufen wir uns natürlich. Oh, wir haben Partysachen im Angebot. Sehe ich gerade. Shopping auf der Schmausspitze. Ja, wir werden auf jeden Fall noch den Rest des Parts hier im Schlammerland verbringen, das sehe ich schon.
Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel jetzt noch kommt bis zum Boss. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Aber dann lohnt es sich auch nicht mehr, noch ein anderes Land zu bereisen. Clown-Outfit ist das hier, okay. Kein Party-Outfit. Das kaufe ich mir schon mal. Nein. Das auch, jawohl. Und ich brauche jetzt langsam einfach mal die Shorts. Ich will die haben. Punkte Shorts, jawohl. So. Für die anderen Sachen bräuchte ich jetzt hier noch 200 und für das Mechaniker-Outfit auch nochmal 200, also 400. Könnte ich mir eigentlich auch gerade kaufen, oder? Komm. Kaufen wir das schon mal alles leer hier. Kostet ja jetzt nicht so viel. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Und könnten das bei Gelegenheit mal tragen. Ja. Und klar, diese eine Sache für die dann Münzen müssen wir dann noch hier uns kaufen. Allerdings fehlen mir da jetzt noch 14 Stück. 16, nicht 14. Gut. Da werden wir bestimmt noch die ein oder andere finden auf dem Weg. Und jetzt muss ich erstmal wieder den richtigen Punkt finden. Das war... müsste hier gewesen sein, ne? Am Fuß des Spitzenpfads. Das ist richtig, ne? Ja, ja, okay. Was sagt er hier? Gib auf die Plattform da oben, ach, die überschlagen sich gerne mal. Ah ja, das war auch nicht so einfach. Aber habe ich hier nicht mal irgendwo ein Hothead, mit dem ich hier ein bisschen Spaß haben kann? Irgendwie nicht. Das ist ein bisschen schade. Na gut. Und was ist da drüben? Da ist doch irgendwas. Ich versuche da erstmal hinzukommen gerade. Ach, hier sind versteckte Blöcke aus, oder? Interessant. Was ist denn hier? Hier ist doch nichts. Irgendwas wird hier sein, aber ich weiß nicht was. Ein Königsherz. Okay, ja, das erklärt's. Dann ist hier auch nicht mehr, höchstwahrscheinlich. Ich guck trotzdem mal nach da oben so ein bisschen. Nö. Ah, sehr schön. Habe ich ein bisschen vermisst bisher. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Wenn es jetzt ein bisschen actiongeladener wird. Und jetzt muss ich auch wieder so gut aufpassen hier auf... Hier ist ein Secret gewesen, ne? Genau, hervorragend. 88 von 100 haben wir schon mal. Zieh mich zurück, lass mich los und schon fliegst du in die Luft. Ja, ja. I know. Alle Idiot, Kollege. Münzen. Ach, jetzt sieht Mario auch wieder richtig ordentlich aus irgendwie. So muss das doch sein. So, und diese Dinger sind jetzt nämlich besonders lustig. Auf der einen Seite können wir halt laufen und auf der anderen Seite können wir mit den Hotheads nur laufen. Das, ist sehr interessant. Ich glaube, hier gibt es halt auch irgendwie nochmal so eine Speed-Challenge, wo wir dann gegen so einen Cooper antreten müssen. Und entsprechend war das, glaube ich, hier so die Schwierigkeit, an die ich gerade hier denke. Wenn ich das hier so sehe. Ja, ich glaube, die Paprika sind da, die hier vibrieren. Okay. Ah, was war denn jetzt der bessere Weg? Hier komme ich jetzt gerade auf jeden Fall schon mal hoch. Das mache ich schon mal. Ich glaube, das ist einfach nur eine Abkürzung. Ich möchte auf jeden Fall hier mal gerade lang. Finde ich gar nicht mal so uninteressant. Ach so, hier ist aber auch... ja, okay. Hier ist Lava-Gedöns. Geht wahrscheinlich trotzdem irgendwie, aber lassen wir dann doch lieber sein. Oh mein Gott. Kommt da gerade was? Nö, gerade nicht. So. Hier ist wahrscheinlich auch nichts großartig Spannendes. Natürlich. So. Okay. Und jetzt dürfen wir hier wieder mit Hotheads spielen. Komm mal her. So, was ist da oben? Da geht es wahrscheinlich irgendwie dann auch weiter. Okay, dann müssen wir dann ein bisschen schnell sein. Okay, so schnell müssen wir es auch nicht sein. Das ist ja doch sehr gediegen machbar. Dreht euch bitte wieder um. Dankeschön. Ja gut, der macht ja auch so einen hohen Bogen. Nein! Ach, ein auf! Quatsch. Ja gut, dann versuche ich vielleicht erstmal hier irgendwie zu Fuß weiterzukommen. Geht das? Eine andere Frage, macht das Sinn? Ja gut, wenn, dann muss ich hier zu Fuß lang. Komme ich da dran? An die Gabel. Was? Ja, komme ich auf jeden Fall. Beeindruckender Sprung, finde ich auch. Damit habe ich jetzt ein bisschen Weg geskippt.
was an sich nicht schlimm ist. Die Münzen will ich aber auf jeden Fall haben. Der Rest ist, glaube ich, nicht wichtig. Ja, und erstmal super daneben gesprungen. Top. Und die letzte kriege ich sogar gar nicht. Ja, super. Komplett verkackt. Oh Mann. Ärgerlich. Nein! Und jetzt bin ich auch mein Königsherz los. Ja, super. Hätte ich halt wenigstens die letzte Beere da schon, ne? Ja, aber ich hab die nicht. Das ist blöd. So, jetzt. Und wenn ich jetzt gut bin, kriege ich das auch hin. Ja, wunderbar. Dann habe ich jetzt halt 3 Herzen, ist doch auch egal. Sage ich jetzt. Schön, 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 schön. Ich glaube, mehr ist hier nicht, oder? Ich gehe auf jeden Fall weiter. Am Ende des Spitzenpfads. Ja, wird doch langsam mal Zeit, hä? Ach, das ist auch wirklich direkt das Ende. Ein paar Münzen kann ich dann abgreifen. Aber dann geht's auch ab zum Boss. Let's go. Oh. Ich wollte schon schießen. Let's go. Moin. Was geht? Da unten sehe ich noch lilane Münzen. Ist das so? Also es sieht aus, als wären es lilane Münzen. Also irgendwo auf dem Dach sozusagen. So, was müssen wir denn hier machen gegen den? Wir müssen den vielleicht von unten irgendwie so bespaßen oder was ist los? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Machst du mir irgendwas besonders? Oh, er kotzt. Ach so. Ah, ja, ja, ja. Wir müssen jetzt hier quasi so hochspringen und ihm dann so auf den Kopf springen. Blub. Es ist ja eigentlich sowieso in Odyssey immer so, dass wir dem Gegner auf den Kopf springen müssen. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen ausweichen und warten. Das ist ja auch so ein schönes Boss-Klischee eigentlich. Aber ich meine, gut, funktioniert es halt. Sonst ist es ja auch keine Herausforderung, wenn uns der Boss nicht selber treffen können. Da muss man halt manchmal ein bisschen warten. Jetzt ist der Weg ein bisschen geschlängelt, was das Ganze für uns schwieriger machen soll und auch macht, definitiv. Zack, nehmen wir nur DOS. Ich habe auch nur noch 2 Energie. Ich würde hier eigentlich ganz gerne mal wieder ein Herz finden, aber irgendwie gelingt mir das nicht. In diesen Stücken, ja, könnte man theoretisch was finden. Habe ich jetzt auch. Leider wurde ich in dem Moment getroffen. Natürlich nicht so schön. Wir haben ja jetzt gerade eh nichts anderes zu tun, außer noch auszuweichen natürlich. Deswegen können wir die Zeit eigentlich gut nutzen, um mal nach Herzen zu suchen. Ah, da ist schon wieder 1. Und ich werde natürlich genau in dem Moment wieder getroffen. Weil ich ein bisschen sorglos bin. Ah, jetzt kommen hier so Schwalle. Ja, verkackt. Komplett verkackt. Komplett verkackt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange er das macht. Er ist jetzt auf jeden Fall noch nicht müde davon geworden, das zu tun. Und ich verkacke wieder komplett. Jetzt ist er wahrscheinlich. Jetzt hat er gleich wahrscheinlich keinen Bock mehr, schätze ich mal. Oder macht er das so lange, bis ich das schaffe? Das wäre natürlich sehr nett. Komm, bitte. Ja. Oh mein Gott. Die Perspektive ist halt auch manchmal sehr irreführend. Endlich. Er ist tot. Also, endlich ist jetzt auch wieder übertrieben. So lange hat es jetzt nicht gedauert, aber. Oh, schon nicht schlecht. Wir sind auch immerhin schon 1:30 im Schlimmerland. Muss man auch mal sehen. 3 ganze Parts. Aber wir haben viel geschafft. Wir haben schon fast alle lilane Münzen. Haben schon ziemlich viele Monde. Das finde ich eigentlich schon sehr zufriedenstellend. Chefkoch Konfrontation ist erledigt. Ein weiterer Multimond. So, jetzt ist die Frage, was wir noch die restliche Zeit machen. Wir könnten auch einfach mal ein Part früher beenden, auch das ist möglich. Aber ich habe jetzt ja gerade noch lilane Münzen gesehen, ne? Die triggern mich ja schon. Und dann mal Bowser hinterher. Ja. Das wäre jetzt wieder das, was mir empfohlen wird, aber das möchte ich nicht. Da oben möchte ich nochmal hin. Weil da. Ah, haben wir jetzt? Nee, okay. Ich dachte gerade irgendwie, wir hätten jetzt wieder einen Hammerbruder. Also so einen Pfannenbruder. Aber nee, ist Quatsch. Guck mal, da haben wir noch so ein Schleuderding. Kanone. Die möchte ich gerade nochmal benutzen. So. Wo bringt mich das denn hin? Hier. Will ich hier hin? Sehr gute Frage. Wo waren denn die lilanen Münzen?
Hier komme ich auf jeden Fall noch hoch. Dann möchte ich das auch tun. Uiuiuiui. Da hinten. Da hinten ist... Ach, okay, und da stimmt, da ist noch ein Mond. Ja, ja, genau. Okay, also ein paar Sachen können wir auf jeden Fall noch machen. Ich glaube, in dem Bereich sind wir erstmal ganz gut erledigt. Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Jetzt sind wir ganz gut fertig, haben viel gemacht. Das war eigentlich klar. Das war so klar. Warum versuche ich denn so einen Quatsch? Wenn, dann hätte ich mich da so mit Cappy, also auf Cappy draufspringen müssen in der Luft. Das war ja mal wieder so ein Blödsinn. Na, und ich bin wieder am Anfang. Ah, super. Dann warpe ich mich jetzt einfach mal genau hier hin. Fahr zum Pökelplateau, wo ich ja schon sehr häufig gelandet bin. Und da gibt es dann auf jeden Fall noch Sachen zu tun. Vor allem auch mit den Hotheads. Und zwar in diesem Bereich. Na gut, da drüben wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja, eigentlich ist das noch besser. Bring mich mal wieder hier. Na, wobei, nee, nicht Ende. Nein, das war falsch. Das war falsch. Zum Ende will ich gar nicht. Oder habe ich von hier aus noch eine Möglichkeit, irgendwas Cooles? Ach nee, komm. Ich wollte eigentlich... Hier wollte ich hin, genau. Ist nur dezent woanders. Also quasi wieder dahin, wo der Shop auch ist. Wo ich easy zum Shop komme. Um von dem Steg aus da nochmal mit dem Hothead loszulegen. Weil da können wir jetzt noch eine Menge Kanonen nutzen. Und uns noch vielleicht den einen oder anderen Mond holen und auch vielleicht noch die eine oder andere Münze. Genau das hier möchte ich haben. Das Teil. Komm her. So. Ach, guck mal, guck mal. Aber ich glaube, da muss ich von der anderen Seite hin, ne? Genau. Ich muss auf die Karte schauen. Wie komme ich denn da ran? Das ist eine gute Frage. Irgendwie muss ich da auf jeden Fall noch hin. Denn da sind noch Münzen. Es waren auch mit die schwierigeren. Mit die schwierigsten. Und schwierigere insgesamt im Spiel. Komm, jawohl. Ja. Ich weiß nicht, ob man nur so hier an den Mond kommt, aber man kommt auf jeden Fall so an den Mond. Auf der hervorstehenden Felswand. Und hier ist wahrscheinlich eine, genau, Goldrübe mit am Start. Sodass wir direkt noch einen Mond bekommen, wenn wir jetzt gut sind. Und wenn nicht, ist das Problem, dass wir immer wieder hier hoch müssen. Und das ist ja gar nicht mal so einfach. Erstmal den Weg wieder frei machen. Aber ich habe das jetzt schon mal gemacht, also eigentlich... Ist das jetzt gar nicht mehr so das Ding, oder? Finde ich jetzt. Sollte es zumindest nicht sein. Jawohl. Oh Gott, die Pfanne hat mich fast noch getroffen. So, und... Ausrichten, werfen... Und failen! Es war zu weit weg! Oh nein! Oh no! Honey, was ist falsch? Ja gut, dann mache ich den ganzen Quatsch also nochmal. Aber ist es eigentlich... So weit ist es ja doch gar nicht. Ja, das würde ich jetzt schon noch gern erledigen. Auch wenn ich auch gerne noch diesen Hothead weiter benutzen würde, weil da drüben... Ja, wobei, muss ich hier überhaupt noch was machen? Da hinten muss ich auf jeden Fall noch hoch, das ist klar. Naja, schauen wir mal. Ich habe wieder Nachrichten bekommen. Mhm, okay. So, der Weg ist ja jetzt frei. Ich muss einfach nur durchlaufen, mich nicht treffen lassen. Das ist einfacher gesagt als getan. Wobei, so schwierig war es jetzt auch nicht. Jetzt den Winkel vielleicht einfach besser hinkriegen. Und nicht runterfallen selber. Ich krieg's einfach nicht geschissen. Mann, ist das dumm. Da waren wir doch schon am Ende des letzten Parts mit beschäftigt, mit so einer blöden Rübe. Aber es ist die dritte Rübe. Das heißt, wahrscheinlich ist das jetzt die letzte, die wir hier im Schlemmerland dahin bringen müssen. Und das ist auch eine sehr gute Aussicht. Also das Schlemmerland haben wir erstmal schon mal sehr gut abgeackert. Aber gut, habe ich ja bereits gesagt, wir sind jetzt ja auch schon immerhin schon drei Parts drin, ne? Es ist jetzt nicht gerade wenig. Für das, was ich bisher so gemacht habe in den anderen Ländern, teilweise. Nee, die will ich nicht. Ich will die... Nein, weg damit. Ich will die andere. Und sie wächst direkt nach. So muss das sein. Ja, ich muss vor allem halt einfach gucken, wie ich an diese anderen Münzen noch rankomme. Also nicht die, die da oben sind. Klar, die auch. Muss ich auch erstmal rankommen. Aber die, die wir da gerade
von der falschen Seite quasi gesehen haben. Die könnten nochmal interessant werden, die zu bekommen. Da muss ich mich überhaupt erstmal informieren, wie das geht. Also, ich muss mich selber da reinfuchsen, besser gesagt. Ich werde mir jetzt nichts durchlesen oder so. So, komm Mario. Gut sein. Oh Gott, das war schon ja sehr knapp, aber es hat geklappt. Dass ich rüberkomme, ist eigentlich an sich nicht so das Ding, wenn ich nicht gerade halt zu weit springe beim Wurf. Und dann haben wir auch diesen Mond in der Tasche. Das ist super. So. Und damit Goldrüben-Rezept 2. Und 1 und 3 haben wir auch bereits. Dann schauen wir mal kurz auf die Liste. Wir haben jetzt 35 von 56. Also fehlt doch noch ein bisschen was, aber wir haben schon ziemlich viel mitgenommen, finde ich. Wir haben jetzt hier halt noch den ein oder anderen, die ein oder andere Kanone, die wir halt benutzen könnten. Damit kämen wir dann auch vielleicht oben da an diese Münzen ran. Ich will tatsächlich nochmal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwo eine Kanone war. Ja, war auf jeden Fall eine. Ich befürchte, die schießt mich aber nur zurück. Wissen tue ich das jetzt nicht. Da hinten ist noch eine. Wo ist das denn genau, sag mal? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Es könnte sein, dass die durchaus eine Lösung ist. Ach, aber da komme ich auch so hoch, oder? Oder zumindest mit dem Hammerbruder. Ich glaube, da komme ich mit dem... Ich versuche mal mit dem Hammerbruder. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überhaupt in dieser Tür mal drin wäre. Ich gucke gleich mal rein, weil ich mir echt unsicher bin. Komm, Hammerbruder, komm mal her. Und zum Anfang müsste ich mit so einem ja auch nochmal. Ach ja. So. Na scheiße, da komme ich gar nicht rüber. Dann ist das vielleicht doch wieder ein bisschen schwieriger. Oh, ach so. Okay. Oder die Lösung ist eine andere. Okay. Von mir aus auch so. Nochmal ein paar Münzen. 94, ich habe das gerade richtig gesehen. Und guck mal, da ist eine Höhle. Das ist die Höhle, wo ich rein muss. Richtig? Wenn das so wäre, wäre das schon mal sehr, sehr geil. Ja. Und jetzt fehlen nur noch drei. Wo die sind? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Die sind irgendwo richtig gut versteckt mal wieder. Darum würde ich mich ja fast schon kümmern wollen. Da oben ist auf jeden Fall wieder ein anderer Weg hier rein in dieses Land. Die könnten vielleicht sogar wirklich am Anfang sein. Kann ich mit so einem Pfannenbruder nicht irgendwie jetzt... Wie komme ich mit dem zurück zum Anfang? Weil das muss ich ja im Endeffekt irgendwie auch schaffen. Ich weiß aber nicht, welchen ich dafür nehmen muss oder nehmen kann. Guck mal, da ist Hinweiskunst. Ich finde auf dem Rückweg jetzt wieder so viel hier. Was haben wir denn hier? Mal kurz anschauen. Seeland. Schätze ich mal. Oder Küstenland. Auf jeden Fall mal gemerkt. Und jetzt versuche ich einfach mal mit dem Kollegen zurückzukommen. Weil wenn ich das schaffe und dieses Zeugs da zerstöre, vielleicht ist ja jetzt noch was drunter. Aber eigentlich kann das gar nicht sein. Ach, guck mal. Hallo. Nein. Okay, Moment, das mache ich. Ah, oh, ich will jetzt so viel noch machen gerade. Mein Gott. Kann ich ihn nicht auch so erwischen? Geht das nicht? Ja, doch. Es klappt auf jeden Fall alles. Sehr gut. Oh Mann. Ey, der Part geht jetzt doch schon wieder viel zu lang, was ich gar nicht wollte. Aber ich kann es jetzt nicht so stehen lassen gerade. Absolut nicht. Jetzt habe ich auch doch nicht in diesen einen Raum geschaut, by the way. Aber jetzt bin ich immerhin fast am Anfang. Da, wo ich hin wollte. Hier sind jetzt ganz viele Gumbos. Okay. Nein! Oh mein Gott, nicht irgendwie so richtig abdriften hier. Muss nicht sein. Das war jetzt doch gar nicht so kompliziert. Diesen Hammerbruder hier zurückzubringen. Aber ist hier überhaupt irgendwas? Eine leuchtende Stelle. Ah, okay. Da muss aber jetzt ein Mond sein. Danke. Sehr schön. Oh, hervorragend. Schatz unter den Käsefelsen. Perfekt. Ach, läuft doch. Läuft doch, läuft doch. Gut, ja, wir haben jetzt nur ein paar Bereiche halt nicht erkundet, glaube ich. Das ist es. Mit den Kanonen. Da könnten dann sich auch gut die letzten drei Münzen befinden. Das schauen wir uns dann aber irgendwann später nochmal an, wenn wir hier wieder hinkommen. Aber wir haben schon sehr viel erledigt jetzt hier. Das ist eine tolle Sache. Und ja, dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Wahrscheinlich wieder irgendwie mit einer Konfrontation mit Bowser oder so einem Quatsch. Ich bin mal gespannt. Ich habe langsam keinen Speicherplatz mehr. 37 GB sehe ich gerade noch.
ja, muss ich mal wieder ein bisschen rendern lassen und so. Mario ist auch erledigt insofern. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr da Bock habt. Bis dahin. Tschüss.